Ich fühle das am meisten, Bruder. Mhm. Ich zeige euch mal, wie man bei uns im Balkan zu Rapcici ist, Bruder. Bruder, diese mittlere, das ist... Oder ich kann einschlafen, Mann. Mhm. Ich bin müde. Das Training hat echt gefallen. Training war wirklich gut. Ich, du nimmst auf. Der ist, ich habe abgenommen ein Kilo. Bruder, ich bin im Aufbau, ich gehe gestern auf Waage, ich glaube genau, mein Trainer schreibt mir so, wir müssen mehr essen. Ich so, Bruder, ich kann nicht, ich gebe mit vollem Magen essen, Bruder. Essen. Wir sind bei Sanjak essen, Bruder. Genau, Restaurant, San. Ich spezialisiere mich auf zwei Sachen. Einmal Pizza. Und einmal Fleisch, Bruder. Geh mal rein. Ja. San ist ein balkanisches Restaurant hier in Wien, in der Schanzstraße. Im 14. also Ecke 14. Kennst du das in diesem amerikanischen Sinne? 75 Street, 75 Ecke Corner, 14. 15. Kennst du das? Heute. Nein, wir sind ja Grenze 15. 14. Vor allem im 14. Bezirk, hallo, wer wohnt? Da haben schon gar nicht viel zu gerne reiten. Ganz kurz, wer wohnt im 14. aber hey. Aber wie Dennis vorher gesagt hat, sehr bekannt für Spezialitäten aus dem Sanjak. Natürlich auch eine Balkanküche in dem Sinne. Und wir möchten natürlich der YouTube-Community da draußen einfach zeigen. Oder in diesem Sinne bitte jetzt auch nochmal Pause und abonniert uns mal. Oder? Und das Sport- Folge Auszug, also. Leute, wenn ihr Balkan-Content sehen wollt, dann seid ihr eigentlich genau richtig, Mann. In dem Fall bin ich halt sehr gespannt, weil Lenz meinte, Bro, wir müssen daher, weil einfach dieser Twist ist zwischen einem geilen Grindel-Restaurant und Pizza. Also, first of all, auf der linken Seite, also bei Dennis natürlich klassisch, wie er ihn kennt, wie man ihn kennt. Er muss mal wieder übertreiben. Warum? Ich mein, das ist für eine Person. Okay, ich habe eh gesagt, das ist zu klein. Ja, stimmt eigentlich. Eigentlich hätte ich so für vier nehmen sollen. Dann wäre es passend. Das ist ja für vier optimal bei mir. Eine etwas untypische Speise in einem Balkan-Restaurant, finde ich persönlich. Auf jeden Fall. Aber eine sehr gut aussehende, geile Pizza, Margherita, also klassisch, wie man mich halt kennt. Auch mit einem geilen, fluffigen... Schon, gell? Ich habe das auch vorhin gesagt. Wow. Das ist auch nicht einfach zu machen. Nein, oder gar nicht. Und finde ich, gab es einmal, oder gibt es in dem Fall auch eine kleine Besonderheit. Gefüllte Hühnerschnitzel? Mhm. Ich finde der Hühnerbrust, Bruder, also Hühnerschnitzel, ja, kann man ja schon sagen, Bruder, mit Käse. Käse, Mozzarella wahrscheinlich. Ja, ich hätte aber auch gesagt mit Schafskäse, oder? Ah ja, und mit Schinken. Die Pizza, was mich halt richtig geflasht hat, ist dann dieses Öl, was so richtig runterrinnt. Das Drip. Du wirst dich lieber auf Öl, Bruder. Und was auch richtig geil ist, du bekommst natürlich auch ein bisschen Chiliöl und ein bisschen Knoblauchöl. Kannst du auch gerne selbst machen, also die werden da jetzt nicht herkommen und dir das so draufballern, wie bei den meisten Pizzerien. Aber was ich halt sehr, sehr mag, sind diese Teile hier. Ich liebe Kotelett, Bruder, und Kotelett, was halt richtig feiere, es ist auch mit Fett, Bruder. Es ist jetzt nicht so, wie man das hier seitlich sehen kann, dass sie nur das Fett entfernen, weil das sind die Geschmacksträger bei uns. Und was kennt, Bruder, entweder isst du hier ganz einfach mit Gabel und Messer oder auf ganz entspannt eine schieben. Boah. Bruder. Schau. Jetzt zeigt euch mal Dennis. Schau. Ich zeige euch mal, wie man bei uns im Balkan zu Rapcici ist, Bruder. Man nimmt ein bisschen Lepina, gibt den hier rein, Bruder, umhüllt ihn, quatscht mit seinen Freunden, redet. Und was dran? Was dran? Und bei uns snackt man zu Rapcici. Man kann sie auch bestellen in einer Portion von 10, 5, 20, 25, je nachdem. Aber so 5 und 10er sind Standard. Die gibt es in jedem Restaurant. Geschmacklich gesehen sind die zu Rapcici einfach, ich sage mal jetzt, wie man sich auch zu Rapcici vorstellt, einfach Rindfleisch. Ja. Also, die sind gut, schmecken, kann man machen, sagen wir mal so. Ja. Auch die Pizza, ich habe jetzt zweimal reingebissen und sie ist schon weg. Und sie erinnert mich wirklich so typisch an so eine Jugo-Pizza. Ja? Weißt du, wenn du unten bist, irgendwo in Bosnien, in Serbien und einen Italiener besuchst, sage ich jetzt einmal. Okay. Genauso schmeckt die. Okay. Aber auf eine eigene Art und Weise auch sehr, sehr gut. Auch die Tomatensauce ist sehr fruchtig. Mhm. Und was ich auch geil finde, sind einfach diese geilen, feinen Basilikumblätter. Und ich weiß nicht, ob du das jetzt rausschmecken willst, was ich meine. So ein Jugo, weißt du, was ich meine? Mhm. Und das feiere ich halt auch irgendwie, weil er hat auch irgendwas. Wenn man mal im Balkan sein sollte, in Bosnien, Serbien, wo auch immer, werdet ihr verstehen, was wir meinen. Ja? Der Käse, also es ist sehr identisch zu den anderen Pizzerien, sage ich mal, die du auch im Balkan essen kannst. Schmeckt sehr ähnlich, aber in Wien ist es was anderes. Ja? Aber wenn du hier bist und nicht in Bosnien oder irgendwo lebst oder nicht aus dem Balkan kommst, würdest du sagen... Ah, so wie San. Ah, schmeckt lieber San. Kapskotelett, oder? Ja, sie haben das Kalbskotelett hier, auch sehr gut mit dem Knochen hier, was auch sehr wichtig ist für mich, weil der Knochen, Bruder, muss dranbleiben. Mhm. Der Knochen hat auch einen eigenen Geschmack, Bruder, wenn du grillst, der den Geschmack dann abgibt an das Fleisch. Ich werde mir jetzt ein Stück hier, oder ich habe mir ein Stück runtergerissen, runtergeschnitten. Es ist wahnsinnig zart, Bruder. Es ist so schön bissfest, Bruder. Es schmeckt richtig gut. Von den Gewürzen her würde ich sagen, ein bisschen... Ich glaube, das ist nur Salz und Pfeffer drauf, oder? Mehr brauchst du auch nicht. Mehr brauchst du auch nicht dafür. Schmeckt richtig intensiv, richtig geil.
Im Kombi mit so einer Kartoffel. Kann ich mir richtig gut vorstellen, Bruder. Vielleicht noch ein bisschen Soße. Vielleicht noch diese Soße hier, Bruder. Wir machen wie immer unsere eigenen Kreationen, oder? Immer. Ja. So schaut das ganze Teil dann aus. Schieben wir natürlich. Bruder, diese Soße, Mann. Die Soße. Kannst auch überall drauf. Bruder. Man kann halt, jeder kann so jetzt hingehen, Bruder. So wie du letztens bei dem Lillistamultur gesagt hast, ja. Man kann hingehen, den Burgerladen aufmachen, den 1000 Burgerladen. Jeder Burgerladen unterscheidet sich trotzdem, Bruder, vom Burger. Auch wenn es der gleiche Aufbau ist, Bruder, ist es geschmacklich ganz anders. Ganz anders, Bruder. Und ich habe mir jetzt ganz auf entspannt, Bruder, ein bisschen Hühnchen genommen. Und dann, was ich halt auch sehr gerne mag, nur das Fett vor dem Kalbskotelett. Und das hinkommt, weil Hühnchen ist ja allgemein sehr mager, Bruder. Mhm. Und wenn du das zusammen kombinierst, Bruder, finde ich diesen Geschmack richtig geil. Mit diesem Fett und Huhn, Bruder. Sehr unique. Der Geschmack geht auf das Huhn rüber. Was ich auch sehr liebe, ist die Paprika hier. Die wird ja auch gegrillt. Die ist auch scharf. Man isst sie entweder ganz oder was unsere Mütter gerne machen, sie nehmen die Haut hier runter. Da werden wir was mal eigenes machen. Sag mal nur den Namen, und zwar Sattarash. Du kennst das sicher, Bruder. Da werden wir auch mal schön Sattarash essen gehen. Das ist auch eine Spezialität aus dem Balkan. Es gibt so viel. Da gibt es so viele Sachen. Die werden wir euch natürlich zeigen. Hier sage ich jetzt noch ein letztes Mal, Bruder. Deswegen abonniert diesen Kanal, unterstützt uns. Wir sagen euch immer wieder dazu, wir wollen euch auch natürlich mit einbauen in die ganze Geschichte. Und von dem her werden wir jetzt mal alles durchschnabulieren. Einfach dann schauen, was wirklich unser Favorite war. Und dann gibt es vielleicht noch eine kleine Überraschung gegen Ende. Also wirklich dranbleiben. Boah, Bruder. Bruder, gib dir mal diesen Schinken, okay? Mit dieser Soße drüber. Suchomeso, oder? Suchomeso, glaube ich, sicher sogar, Bruder. Safe sogar. Brutal, Alter. Pures Fett, Bruder. Pures Fett, Bruder. Pures Fett, ich schwör, Leute. Also ich muss sagen, die Kellnerin hatte vollkommen recht. Ja. Weil sie meinte, das müsst ihr bestellen und ich bin voll dabei, Bruder. Also das fühle ich jetzt bisher, sorry, ich fühle das am meisten, Bruder. Mhm. Ich fühle das am meisten. Der Schinken, der Käse mit diesem rauchigen Käse, noch gemischt, Bruder, mit der Soße drüber. Allein die Soße ist schon geil. Allein die Soße. Boah. Für alle Leute, die nochmal fragen. Pulina Pelletscher Prissa, gefülltes Hühnerfleisch mit Käse, Schinken und dieser geilen Soße. Wir wissen aber nicht, was es ist. Richtig, richtig geil, Leute. Also das müsste ich hier auf jeden Fall bestellen. Leute, eines muss man sagen, man fühlt sich hier wie in kleinem Montenegro, wie klein Crnogora. Die Chefin hier ist sehr, sehr lieb, wirklich wahnsinnig nett. Kommt hier gleich zu uns raus, sagt, hey, wollt ihr noch mal ein Tier haben? Wir haben uns jetzt auch einen Schokosan bestellt. Auch richtig, richtig nice. Dabate, ich würde vam kažem, če da dođe sad jedan dobra manti, manti naše majke to prave kući. Bato, znači ima da se spucamo. A da šta je, bro? Da te sad lupne tu glavom u vojstvo. Lupne! Joj, joj, da ste. Znači što ti? Matije ist eigentlich Burek. Ja, wird ausgezogen, wie dieses Strudelteig, wie man das bei uns nennt. Und der wird halt fein portioniert. Das schaut dann so aus hier. Und wir geben da rein Fleisch und essen das eigentlich, wie man das bei uns macht, mit Händen. Sehr, sehr lecker. Richtig, richtig geil. Mantier. Kielbesan. Die Mutter macht alles selbst hier. Fatima, ihr Name. Bruder, das musst du probieren. Mach mal alleine, du magst gar nicht. Probier. Nein, Bruder, mich schmeckt das echt nicht. Mann, ich sag ihm, dass ich probieren. Das wird dir schmecken. Leute, wir haben ja ein Highlight. Dennis ist zum ersten Mal wieder Burek nach Jahren. Na, Jahrzehnten besser gesagt. Komm, Bruder. Na, schau. Schau, wir möchten auch den Leuten das. Na, no joke. Ich lasse es einfach, wenn es nur lustig ist, weil die verarschen mich die ganze Zeit. Ich würde es nicht jeden Tag essen. Aber, ich schwöre, lach nicht so, den glauben die Leute nicht. Ich bin ehrlich, ohne diesen Joghurt. Ja, gibt's auch ohne Joghurt. Hätte es mir noch besser geschmeckt. Okay. Das hat mich einfach erinnert an so wirklich geiles, geiles Rinderverschnittes in dem Sinne. Und der Teig, wie ihr vorher gesagt habt, ist wirklich so soggy. Es ist so nicht crunchy oder sonst irgendwas. Ja. War schon recht geil. Ich kann mir das besser vorstellen mit irgendeinem, mit diesem Kürbiskernsoße vielleicht, oder? Nein. Der hat die Worte gewinnt. Ich sag mal, ich schwör's mir, sorry, aber das. Nein, nicht Käse überbacken, sondern mit Mozzarella. Mann, Bruder. Wir haben hier die Nachspeise bestellt. Das ist so die Spezialität von Sun Restaurant. Das ist deren selbstgemachtes Küchlein mit einer weißen Schokolade oder weißen Vanillecreme, wie auch immer. Werden wir jetzt probieren. Ja.
Das ist, wie ich sehe, Kuchenteig rundherum. Oben, ja. Plasma, oder? Oben Plasma und da drin ist diese Flüssigkeit, also man kann es hier ein bisschen sehen. Schnabulieren wir mal so ein Stückchen mit dieser geilen Soße. Bruder, diese Mitre, das ist Karamell, was ist das, Bruder? Das ist so krank lecker. Er hat keine Worte mehr, das ist der legendäre Blick, haben wir schon vermisst. Können wir nachher nochmal 10 Stück haben, bitte? Ich schwöre es dir. Bruder, wir müssen noch eine bestellen. Das ist was Spezielles. Oh yeah. Wir haben hier eine Spezialität. Was haben wir jetzt hier? Hier haben wir sowas ähnliches. Also es gibt die weiße und die dunkle Variante, sagen wir mal so. Okay. Die weiße war vorhin, das war auf Plasma basierend. Hier haben wir Oreo. Oreo Umhüllung. Umhüllung. Sehr lecker. Schau, ich sag's als erster, okay? Das vorhin schmeckt mir besser, aus dem Grund, es ist Plasma. Wer noch nicht Plasma probiert hat, schlecht, wenn du Schokolade feierst. Ich wollte gerade sagen, das ist du sagst, richtig. Du bist richtig auf Schokolade, du möchtest mehr schokoladige Sachen essen, dann ist es hier auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wir haben jetzt hier noch eine crazy, crazy Spezialität am Haus bekommen. Und zwar einen richtig geilen, selbstgemachten Dattelkuchen. Und ich rede einfach nicht so viel, sondern ich nehme hier, oh mein Gott, wie smooth, bitte. Sie sagte, das ist, die Kellnerin meinte, das ist ihr Lieblings. Ja. Mann, diese Minze riecht so intensiv, Bruder. Mhm. Erzähl mal. Warm, kalt, Minze, Himbeer, Karamell, du kommst nicht klar, Bruder. Das ist wahnsinnig Geschmacksexplosion, ne? Bruder, das ist, oh, wie smooth das ist, Bruder. Bruder, es ist so warm, es raucht doch, wie warm das ist. Kalt, warm, kennst du nicht draus, ne? Mhm. Meine Damen und Herren, wir haben uns hier jetzt wirklich den Magen vollgeschlagen. Wir sagen nochmal vielen lieben Dank ans Sun Restaurant, also an jeden Einzelnen. Wirklich? Vielen, vielen lieben Dank. Wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben, abonnieren, liken, teilen auf allen Plattformen. Es ist auch alles unten verlinkt, also checkt doch unbedingt Sun ab auf allen Plattformen. Und es fehlen eigentlich jetzt nur noch die drei. Legendären Worte. Bevor ich das aber sage, wir haben sogar ein kleines Gewinnspiel für euch. Ja. Das Gewinnspiel auf Instagram unbedingt folgen, da seht ihr auch ganz genau, was wir machen mit Sun Restaurant in Kooperation. Und jetzt sagen wir nur noch: Stay tuned, stay fresh und stay hungry.